Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es wieder um eine Cydia-Tweak und zwar um die Tweak namens Power Banners. Ich kann euch leider nicht wirklich zeigen, was die macht. Ich kann euch einen Screenshot zeigen. Ich blende den jetzt mal auf dem Bildschirm komplett ein, damit ihr es seht. Die bewirkt nämlich, dass wenn ihr euer Akku irgendwie auf 20% ist, dann kommt ja immer diese Meldung, hier dieses, wie soll ich das nennen? Ihr wisst schon, was ich meine, dieses Viereck, ne, kommt mitten auf dem Bildschirm. Und sagt dann immer, ja, euer Akku ist fast leer und dann müsst ihr okay drücken. Was irgendwie ziemlich nervig sein kann, weil ich hänge ja auch ziemlich viel auf Amazon Prime hier unten und gucke Videos oder so. Also Serien. Und wenn das dann kommt, dann wird das Video immer unterbrochen und dann ist die Lautstärke auf einmal verstellt. Das ist total asozial. Ja, diese Tweak bewirkt halt, dass es halt in Form eines Banners kommt. Kennt ihr ja die Banner, die oben immer kommen, irgendwelche Benachrichtigungen von irgendwelchen Apps. Ja, und das ist schon ziemlich praktisch. Ist auch nicht so groß, 14 kb. Dann zeige ich euch mal schnell, wie ihr das Ganze kriegt. Ist nicht so schwer. Zeige ich euch dann nach dem Cut im Cydia. So, wenn ihr dann bei Cydia seid, geht ihr einfach auf Suche und schreibt hier einfach Power. Dann zeigt er schon an. Das ist von Big Boss. Das heißt, ihr müsst irgendwie keine Scheiße nichts hinzufügen oder so. Hier ist auch noch ein Screenshot. Hier kann man das auch nochmal sehen beim Handy. Geht ihr dann halt einfach auf Verändern, Installieren, dann habt ihr das, müsst einmal euer Gerät neu starten, macht er automatisch sozusagen. Jo, das war's dann auch schon wieder und dann sehen wir uns im nächsten Video.